Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Bildungsausflug statt Trainingsplatz hieß es für Dynamos U14 in den Herbstferien. Im Rahmen der Bildungsflanke, einem Projekt der SGD und der antirassistischen Faninitiative 1953 International, reisten Nachwuchsspieler und Trainer nach Chemnitz in die neue Sächsische Galerie. Dort besuchten sie zusammen mit ihren Altersgenossen vom FSV Zwickau die mobile Ausstellung Offener Prozess, die sich dem NSU-Komplex und dessen gesellschaftlicher Aufarbeitung widmet. Es geht ja nicht nur um Fußball. Sie sollen in ihrer Persönlichkeit ja auch einen Schritt weit weiterkommen. Und ja, Hanau, Halle und was nicht alles haben ja gezeigt, dass der Terror oder Nationalsozialismus nicht im Zweiten Weltkrieg aufhört und jetzt ist er nicht mehr da. Und ich denke gerade Chemnitz, Zwickau, Thüringen ist auch was räumlich nah ist, auch was zeitlich nah ist. Und ich denke insofern ein spannendes, aber auch sehr, sehr wichtiges Thema für die Jungs. Die Ausstellung versteht sich als ein Beitrag zu einem lebendigen Erinnern und zur Aufarbeitung der Ursachen, die den NSU möglich gemacht haben. Die Mitglieder des nationalsozialistischen Untergrunds Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe stammten aus Jena und lebten ab 1998 untergetaucht in Chemnitz und Zwickau. Bis zu ihrer Selbstenttarnung vor 10 Jahren ermordete die Gruppierung 9 Migranten und eine Polizistin, verübte 2 Sprengstoffanschläge und zahlreiche Raubüberfälle. In der Ausstellung haben wir verschiedene Beiträge, künstlerische Beiträge, aktivistische Beiträge, die sich mit den Hintergründen zum NSU beschäftigen. Sie gehen der Frage nach, wie konnte diese rechte Terrorgruppierung entstehen, was sind die Ursachen dafür, was hat auch eine Gesellschaft für eine Rolle gespielt, was spielt Diskriminierung und Rassismus zum Beispiel für eine Rolle. Und damit setzen sich die Arbeiten auseinander und geben Einblicke in das Thema. Eigenständig konnten sich die Jugendlichen in die künstlerischen Beiträge vertiefen, die sich unter anderem Migrationsgeschichten, Lebensrealitäten von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern und verschiedenen Formen von Rassismus widmen. Begleitend zur Ausstellung boten Pädagogen einen Workshop an, in dem sie das Thema NSU gemeinsam mit den Jungen bearbeiteten. Wenn wir Hass und Gewalt in der Gesellschaft zurückdrängen wollen, ist Bildung ein wichtiger Ansatzpunkt, mit dem das gelingen kann. Deswegen laden wir Schülerinnen und Schüler auch in die Ausstellung ein. Deswegen arbeiten wir hier mit ihnen und vermitteln ihnen Grundlagen, wie man sich dem Problem der Diskriminierung entgegenstellen kann, wie man die vermeiden kann, wie man die erkennen kann. Und das finden wir sehr wichtig. Toleranz, Akzeptanz und Weltoffenheit. Für diese Werte tritt auch die SGD ein. Seit vielen Jahren sind sie ein unabdingbarer Teil der schwarz-gelben Identität. Aus diesem Grund setzt der Verein regelmäßig klare Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung. Unter dem Motto Love Dynamo, Hate Racism fand im Rahmen der Fair-Aktionswochen beim Zweitliga-Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg nun bereits das 11. Jahr in Folge ein Aktionsspieltag statt. Fair steht für Football Against Racism in Europe, ein europäisches Netzwerk für Vielfalt und gegen Diskriminierung. Gemeinsam mit der ehrenamtlich aktiven Faninitiative 1953 International rief die SGD im Vorjahr, als der Aktionsspieltag sein 10. Jubiläum feierte, die Bildungsflanke Dynamo Dresden ins Leben. Ja, dieses Engagement ist für uns von besonderer Bedeutung. Es geht darum, gerade für junge Leute hier verschiedene Formate zu finden, wie man am besten auch aus negativen Ereignissen der deutschen Geschichte lernen kann, um die richtigen Lehren für die Zukunft zu ziehen. Und da möchten wir natürlich auch hier die Strahlkraft der SGD entsprechend nutzen. Mit der Bildungsflanke will Dynamo zusammen mit allen beteiligten Partnern, zu denen neben 1953 International auch das Fanprojekt Dresden gehört, etwas Neues und Nachhaltiges schaffen und Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich eine Meinung zu gesellschaftlichen Themen zu bilden. Zugleich soll der Spaß und die verbindende Kraft des Fußballs eine zentrale Rolle spielen. Zum Abschluss der diesjährigen Bildungsflanke, die pandemiebedingt etwas angepasst werden musste, schaute die U14 gemeinsam bei einem Spiel der Profis im Rudolf-Habich-Stadion vorbei. Was wir so gehört haben, fanden die Jugendlichen die Ausstellung sehr interessant, haben vieles auch mitgenommen, haben sich auch viel im Auto auf der Rückfahrt unterhalten zu dem Thema. Und ich denke auch hier der Rahmen des Spiels ist ein toller Abschluss für die Kids, nochmal zusammen das Heimspiel der SGD Dynamo Dresden zu erleben. Und im Anschluss soll es in den nächsten Wochen auch nochmal ein Zusammentreffen geben, wo wir nochmal über das Thema reden wollen. Und das Freundschaftsspiel zwischen Zwickau und Dresden soll auch nochmal im Anschluss stattfinden.
Auch in den kommenden Jahren wird Dynamos Bildungsflanke wieder ein Bestandteil der Fair-Aktionswochen sein und Nachwuchsmannschaften und sozialen Einrichtungen aus der Region die Chance auf Ereignis- und lehrreiche Ausflüge, Themen und Workshops geben.